Hallo meine Lieben, ja, wir kommen zum Video. Wir machen heute ein Loaded Envelope im Weihnachtsstil. Also wir kommen zu 78 Tage Weihnachten. Wir machen heute ein Loaded Envelope. Dafür brauchen wir 30,5 x 30,5 Papier. Ich nehme jetzt Kartstock, weil ich kein 30,5 in Weihnachtspapier habe. Und dann werde ich das mit DSP bekleben. Genau. Was für Papier ich nehme, weiß ich noch nicht. Und ich kann euch in dem Video beide Maße sagen. Ich werde aber auch nochmal, ich werde jetzt Inchmaße sagen, weil das Video, weil ich es in Inch gelesen habe und das ist total einfach. So, wir fangen an und falzen bei 6 Inch. Also 15,2. Also quasi in der Mitte. Dann drehen wir uns die Seite, das ist ja egal welche, und falzen bei 9 Inch. Das sind 22,9. Genau. Das falte ich jetzt nochmal nach. Und dann haben wir hier so einen Knubbel, diesen hier, bis zur Mittelspitze. Nehmen wir uns jetzt eine Schere und schneiden entlang der bis zum Mittelpunkt. Dann nehmen wir das hoch und klemmen das auf beide Seiten. Bevor wir jetzt diese Laschen hier festkleben, auf die und die, das wird nachher am Ende zugeklappt, mache ich mir jetzt DSP drauf. Also Design. Und da muss ich dann einmal messen, wie groß das sein muss. Ein Zentimeter. 23 mal 14,5. Also 22,5 mal 14,5. Für zwei Seiten. Dafür nehme ich wieder mein. Achso, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Das Video wird vielleicht heute etwas später online kommen. Genau, 22,5. Ich will hier einmal das Pi raussuchen. Damit da oben was angeklebt. Genau. Ey, warte mal.
Wir brauchen das gar nicht zuschneiden. Ich habe hier gerade ein passendes Stück. Ich würde das. Doch, wir müssen was zuschneiden. Das können wir so mal nennen. Jetzt brauchen wir Waffen. Eins mal 14,5. Einmal 14,5. Das nehme ich dann gleich in das Papier. Ah, brauche ich ja gar nicht. Brauche ich, das ist schon das. Das muss ich zweimal machen. Also eins angelegt. Denn das Designpapier wird für die Rückseite sein. Genau. Ihr seht, Chaos pur. Einseite und das ist jetzt für diese Seite hier. So. Das Peak nehmen wir jetzt. So. Genau. Mein Fall tue ich das jetzt mit doppelseitiges Klebern. Mache ich gleich auf der Rückseite auch. Übersteht. Umgeklappt. Und dann auf. Und dann kommt das hier noch. Das große. Festkleben. So. Jetzt können wir die Naschen festkleben. Und dafür nehme ich hier doppelseitiges Klebeband und hier. Super. Ja.
und Knappe öffne. Genau, nochmal fassen. Rüber. Das gleiche mache ich hier auch. So, das sind die Knebelfallen. Haben wir hier eine Tasche und hier eine Tasche. Und hier, das werde ich zukleben, indem ich unten doppelseitiges Kleber anbringe. Und wenn ihr aber als Karte das haben wollt, braucht ihr das nicht machen. Aber ich will ein loaded Envelope haben, also. Und dann gehe ich. Klappe ich das um. Und nehme mein ordentliches Halsbein, Entschuldigung. Und fahre alles nochmal ordentlich mit dem Falschbein. Und dann haben wir hier oben wenn ihr das Innenteil nicht so hübsch findet, könnt ihr es noch mit DSP mitkleben. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und dann habt ihr das hier gemacht. Dann haben wir hier eine Tasche. Und hier eine Tasche. Ich habe mir jetzt entschlossen, das doch nicht mit der Speed zu bekleben, sondern mit Stickers. Und ich werde mein Stickerbuch verwenden. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Und das werde ich jetzt benutzen. Was ich da verwende, gucke ich jetzt mal. Den großen hier, den verwende ich einfach für die Mitte. Drei Stück dahin. Und auf der Rückseite tue ich hier einen großen Echt drauf. Und hier unten. Ja, das ist jetzt das Loaded Envelope. Hier kann man was rein tun. Und so von der anderen Seite sieht das so aus.
Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.